Hallo und herzlich willkommen hier auf dem virtuellen Messestand der Firma Bosch. Mein Name ist Marcello Scalise und ich möchte heute aus unserem Produktportfolio unsere pneumatischen Lager vorstellen. Hier zu meiner rechten Seite sehen Sie das P40 Lager. Es gibt sie momentan in zwei verschiedenen Größen, P40 und P50, je nach Gewicht und Drehmomentbedarf. Sie sind als Flanschlager oder auch in Stehlager Ausführung erhältlich. Wir bieten sie mit oder ohne Welleende an, gerne auch als Sonderwelleende, wobei Sie das Welleende selber konfigurieren können. Auch erhältlich sind verschiedene Aufnahmen wie VT2 und VT7 standardmäßig. Auf Wunsch schauen wir gerne, ob wir Ihnen auch mit einer Sonderausführung weiterhelfen können. Die Pneumatiklager können als Option mit Sensoren ausgestattet werden. Somit können Öffnungspositionen sowie die Stellungen Lager offen, Lager geschlossen direkt abgefragt werden. Dies ermöglicht einen vollautomatischen Betrieb. Hier an der grünen Lampe klar ersichtlich, die Ladeposition ist noch nicht erreicht. Jetzt leuchtet sie auf. Jetzt kann das Lager geöffnet werden und der Wechsel kann gemacht werden. Lager wieder zu. Auch hier bei dem P-Lager, die Ladeposition ist noch nicht erreicht. Jetzt ist sie erreicht, das kann man das Lager aufmachen und einen Wechsel machen. Und Lager zu. Zusätzlich ist eine mechanische Verriegelung integriert, womit ein Öffnen in eine ungewollte Position verhindert wird. Hier unten haben wir das A-Lager, das ist das Pendant zum P-Lager. Das wurde nachträglich von uns entwickelt, um eine Automatisierung zu ermöglichen in den Bereichen, wo manuelle Klapplager eingesetzt wurden. Das heißt, dass ein Plug-and-Play-System Ihnen erleichtert und ermöglicht, einen Umbau von einem manuellen Lager zu einem Pneumatiklager. Ebenfalls haben wir hier die Möglichkeit, das Lager mit Sensoren zu bestücken. Somit erreichen wir hier auch einen völligen Automatisierungsgrad. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns. Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.